Der Hulk. Ich glaube, kein anderer Superheld steht so sehr für pure Kraft und Unbeherrschtheit als dieser wütende grüne Mann. Er ist sehr populär und eigentlich sollte es doch kein Problem sein, ein gutes Spiel mit ihm zu machen, oder? Ich meine, schönes Rumgekloppe und Zerstörung ist ja nicht so schwer. Und die Lizenz, die das erlaubt, gibt das ja alles her. Wie sieht denn diese Umsetzung auf dem Super Nintendo aus? Was taugt The Incredible Hulk für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Probe Entertainment Limited entwickelt und von US Gold 1994 bei uns und in Nordamerika veröffentlicht. Japan ging dabei leer aus. Neben dem Super Nintendo wurde auch das Mega Drive, Master System und sogar der Game Gear mit einer Version versorgt. Die Hintergrundgeschichte, naja, was erwartet ihr? Aliens kommen zur Erde, um alles zu übernehmen. Dem Hulk, dem gefällt das natürlich so gar nicht. Das Spiel ist ein Action-Plattformer, ihr steuert also Hulk durch die Level. Mit einem Knopf könnt ihr schlagen, mit einem weiteren springen und mit dem dritten Sachen aufheben. Ja, ihr merkt schon, die Steuerung wird hier unnötig verkompliziert. Ihr könnt eigentlich nur positive Power-Ups und so weiter aufsammeln. Also, wieso muss man jedes Mal einen bestimmten Button drücken? Wieso kann man nicht einfach darüber laufen und schon hat man es? Aber okay, ihr merkt, ich bin jetzt schon etwas angenervt. Die Steuerung ist eben etwas aufwendiger als nötig. Gut, stimmt denn der Rest? Im Prinzip spielen sich die einzelnen Abschnitte alle gleich. Ihr lauft Korridore entlang und vermöbelt Gegner. Das Verwamsen an sich läuft dabei relativ simpel ab. Je nachdem, wie eure Position zum Gegner ist, führt der Hulk den Schlag auch etwas anders aus. Kniet ihr zum Beispiel, gibt es einen Uppercut. Steht ihr direkt neben dem Fiesling, greift er euch hin und gibt ihn eine Kopfnuss. Das klingt jetzt aber alles spektakulärer, als es wirklich ist. Das wird alles schnell langweilig und ist nicht sehr abwechslungsreich. Apropos abwechslungsreich, genau das sind die Gegner nicht. Immer dieselben Fressen begegnen euch auf den Streifzügen durch die Level. Und sogar in den verschiedenen Abschnitten gibt es nicht einmal wieder einzigartige Gegner. Wieso? Das wird dann noch eintöniger, als es sonst schon ist. Am Ende erwartet euch dann natürlich immer ein Boss. Zur Abwechslung sind hier und da auch mal kleinere Rätsel zu lösen. Wobei hier das Wort Rätsel schon fast zu viel ist. Hier muss man eine Wand einschlagen und da muss ein Schalter umgelegt werden. Also ganz normale Hausmannskost dieses Spielegenres eben. Was jetzt jedoch nicht verzeihlich ist, es gibt kein Passwort oder sogar Speichersystem. Und das 1994. Wieso? Die Grafik an sich ist ganz in Ordnung umgesetzt, aber irgendwie gefällt mir dieser Stil nicht so ganz. Irgendwie will der Hulk nicht in die Hintergründe passen. Auch die Animationen hätten hier und da vielleicht ein paar Zwischenstufen mehr gebraucht. Ansonsten geht die Grafik in Ordnung, reißt jetzt aber keine Bäume aus. Der Sound allerdings, eieieiei, ich habe den relativ schnell auf stumm geschaltet. Schont eure Gehörgänge und tut es mir gleich. Was taugt The Incredible Hulk für das Super Nintendo also heute noch? Ja, was soll man sagen? Das Spiel ist gerade noch so erträglich, hat aber schon derbe Schwächen. Allen voran die umständliche Steuerung kombiniert mit der Eintönigkeit des Spielablaufs. Wenn ihr Hardcore-Hulk-Fans seid, geht das in Ordnung. Ansonsten gibt es wesentlich bessere Titel in dem Genre auf dem System. Das war der Test zu The Incredible Hulk für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.